Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, Sie schon zum fünften Mal können zum Schweizer Zeitmagazin zu empfangen. Wir haben vor einem Monat eine Abstimmung gehabt, wo es heiss zu und her gegangen ist. Wir stehen vor einem bedeutenden Wahljahr, sicher viel Gesprächsstoff. Ich habe zwei Gäste eingeladen. Der eine, der Nationalrat Hans Fehr, ist wohl bekannt. Er führt, ist beauftragt, spezielle Rolle zu führen in der Organisation des Wahlkampf. Dann habe ich einen speziellen Gast eingeladen, den Herr Rochus Burtscher von Dietike. Er ist dort der Gemeinderat. Warum dass ich ihn eingeladen habe, das wird man dann in der Sendung rasch erfahren. Er hat ein spezielles Erlebnis hinter sich. Vor einem Monat die Abstimmung. Es ist vorher heiss zu und her gegangen, vor allem in den Sälen. Nachher ist es zu teilweise schweren Ausschreitungen gekommen. Man hat neue Erlebnisse gehabt, was wir uns sonst nicht gewöhnt sind. Hans Fehr, wie haben Sie den Abstimmungskampf erlebt? Am Anfang haben wir den Eindruck gehabt, die Gegner wollen gar nicht recht antreten. Sie haben Angst. Sie haben alles gemacht, um mit dem sogenannten Gegenvorschlag, wo sie behauptet haben, der sei eigentlich präziser und besser als die Initiative, der SVP den Wind aus den Segeln nehmen. Und nachher ist das Resultat gekommen, ein klares Ja vom Schweizer Volk und von der Mehrheit der Kantone zu dieser Initiative, dass eben kriminelle Ausländer nach der Strafverbüßung das Land verlassen müssen. Und jetzt ist etwas Interessantes passiert, was eigentlich leider nicht neu ist. Man will auf einer gewissen Seite, vor allem auf der linken Seite, will man das Resultat nicht akzeptieren. Die sogenannte Elite sagt, ja, das kann man gar nicht umsetzen. Volksrechte sind bedroht, Grundrechte sind bedroht, Meinungsäußerungsfreiheit ist bedroht. Und genau gegen das müssen wir ankämpfen. Wir müssen die demokratischen Prinzipien hochhalten. Wobei man ja vielleicht noch hinzufügen darf, dass etwas Historisches passiert ist in dieser Abstimmung. Seit man nämlich über Initiativen und Gegenvorschläge kann abstimmen kann, ist es noch nie passiert, dass eine Initiative gegen einen Gegenvorschlag gewonnen hat. Also die Regierung mit dem Gegenvorschlag hat immer oben ausgeschwungen bei solchen Abstimmungen. Das war das mal nicht der Fall gewesen. Herr Burtscher, zuerst, bevor wir dann über Ihre speziellen Erlebnisse reden, wie haben Sie als Gemeinderat in einer Gemeinde mit sehr hohem Ausländeranteil die Abstimmung erlebt? Ich habe die Abstimmung sehr differenziert erlebt. Und zwar, meine Gemeinde Dietike, die hat über 40% Ausländeranteil. Und wir haben einfach festgestellt, dass es sehr schnell von der linken Seite aus gleich, was man gesagt hat, als rassistisch immer bezeichnet worden ist. Und das hat aber den Leuten eigentlich auch etwas aufgewiegelt, dass man einfach gesagt hat, es geht nicht um Rassismus, sondern es geht wirklich um die kriminellen Ausländer. Man hat aber das nicht eigentlich so extrem gehabt, wie in den Podien, wo da der Herr Fehr war oder auch Sie vielleicht waren. So haben wir das nicht gehabt in Dietike. Aber es ist immer eigentlich auf den Mann geschossen worden, der irgendetwas gesagt hat. Ja, das ist jetzt eben eigentlich das entscheidende Stichwort, auf den Mann geschossen worden. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je gehört habe, dass in der Schweiz eine Gemeinderatssitzung, also eine Sitzung von einem Gemeindeparlament, hat müssen abgebrochen werden wegen tumultuösen Vorgängen eigentlich. Das ist in Dietike passiert. Sie waren Zielscheibe. Jetzt möchte ich Sie bitten, einfach mal zu erzählen, was ist der Ablauf war, was ist da vor sich gegangen? Der Ablauf ist folgendermaßen. Es ist in Zürich, ist, die sogenannte, der Blick hat das also betitelt, die Sexhorde hat dort einen Überfall gemacht auf eine junge Dame. Ein junger Herr, 22-jähriger, hat geholfen und ist dann vermöbelt worden. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Also das war ein Passant. Ein Passant. 22-jähriger, ja. Ja, richtig. Und jetzt ist es so, danach haben wir herausgefunden, dass die Horde, die dort der Blick bezeichnet hat, von Dietike kommt. Und wir haben dann aufgrund von dem in der Fraktion drinnen entschieden, wir machen eine dringliche Interpellation, weil es darf ja nicht aufgeschoben werden, sondern es muss an der nächsten Gemeinderatssitzung behandelt werden. Es hat also nichts mit der Ausschaffungsinitiative zu tun gehabt, sondern es war einfach der zeitliche Ablauf gewesen. Dann haben wir die eingereicht, unterschrieben haben ja drauf CVP
und FDP und die SVP. Also wir haben eine grosse Unterstützung breit abgestützt gehabt. Nachher ist das reingekommen und dann habe ich als allererstes einmal bestätigen, wie was wo laufen tut, also eine Begründung bringen für die Interpellation. Und dort drinnen habe ich bewusst eigentlich auch gesagt, wir haben eine Kuschelpädagogik, wir haben Kuscheljustiz, wir haben gute Menschen und es hört einfach irgendwann mal auf. Das typische Beispiel sieht man jetzt da, was in Zürich passiert ist von den Dietikern. Weil jetzt muss man eins wissen, die das gemacht haben, sind vorher schon auffällig in Dietikern. Also es gibt schon mehrfache Strafverfahren gegen diese Herren. Und nachdem dass das alles durch war, dann wird die dringliche Interpellation beantwortet. Und währenddem, dass sie beantwortet worden ist, kann ich nachher zuerst hingehen und wieder sagen, wie ich sie gefunden habe, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Und nachher sind natürlich alle anderen Redner aus dem Parlament ebenfalls dran. Während der Rede ist mir auch aufgefallen, auf der Tribüne oben ist ein Herr gesessen, der etwas geschrieben hat. Und dann haben wir zuerst gedacht, oh, wer kommt jetzt da wieder eigentlich drin rein? Was kommt, in welcher Zeitung kommt denn das? Keine Ahnung, wer das ist. Dann machen wir heute mal einen Break machen und gehen weiter, was dort gelaufen ist in dieser Gemeinderatssitzung. Nachher kommt die linke Seite, die wehrt sich extrem gegen das Ganze und sagt wirklich auf absolut tiefstem Niveau einen Angriff gegen meine persönliche Person, obwohl ich ja als Person das nicht eingereicht habe, sondern als SVP-Gemeinderat im Zusammenhang mit weiteren Gemeinderäte, die darauf unterschrieben haben. Auf jeden Fall hat der Herr von der SP nur rein auf mich geschossen und hat wirklich Nazi-Vergleich gemacht und alles zusammen. Das war die unterste Schublade, die es dort gegeben hat. Danach hat dann ein Gemeinderat von der SVP zuerst den Antrag gestellt auf Abbruch von dem Herrn, dass er nicht mehr weiterreden darf. Und dort muss man einfach eins sagen, wir haben eine absolut schwache Führung momentan im Gemeinderat. Also dort der Bock, den wir haben, wir nennen das so, dass der hat absolut versagt. Er hätte ja mich auch abbrechen können, wenn er mit nicht mit dem einverstanden gewesen wäre. Dann hätte ich auch müssen absitzen, oder? Aber er hat absolut versagt dort. Nachher ist es dann weitergegangen, dann ist er wieder vorgekommen. Hätte wollen weiterreden, das ganze Zeug. Und dann hat ein weiterer Gemeinderat von uns gesagt, Abbruch auf Sitzung. Und dann ist das richtig tumultartig, ist das nachher vor sich gegangen. Und so weiter und so, bis es eigentlich war, dass es weg war. Und dann nachher, am Tag darauf, habe erst ich erfahren, wer eigentlich dort oben sitzt. Und zwar, das war ein Redakteur von der Weltwoche. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er eigentlich dazu komme, auf diese Tickets zu kommen. Ich meine, wir sind ja so, klar, wir sind ja 23'000 Seelen gemeint, langsam. Aber wie er auf diese Tickets kam, dann hat er gesagt, auf dem Indie-Media.org hat es einen Aufruf drin gehabt, auf diese Tickets runterzugehen, es sei eine rassistische SVP-Interpellation eingebracht worden. Und man soll sich nicht scheuchen, davor zu kommen, der Verkehrszug Urdorf würde aufgeworfen worden. Und ja, es gibt auch Politiker, die dann dagegen werden antreten und so weiter. Wer schaut diese Website an? Ist die bekannt? Hat die eine gewisse Kundschaft? Von uns eigentlich niemand. Also wir sind absolut aus allen Wolken rausgefallen, wo wir das hatten. Mhm. Sobald ich die Information bekommen habe von dem Redakteur von der Weltwoche, habe ich das sofort eingespeisen beim Stadtrat, sofort eingespeisen auf der Kanzlei und dem Verantwortlichen von der Sicherheitsabteilung. Zum sagen, sie sollen dieser Sache nachgehen, weil es ein ganz klarer Aufruf zur Aufruhr eigentlich dort drinnen. Und also, das ist etwas sehr Schockierendes. Also eben das, meine, das ist in der Schweiz wirklich verbindliche Regeln, dass Parlament auf welcher Stufe auch immer sollen ungestörte Beratung haben. Das sind die Gewählten, die müssen im Namen vom Volk die Geschäfte, die anstehen, regeln. Und die sollen im Rahmen von der Meinungsfreiheit eine absolut geschützte Position haben, dass wirklich ihre freie Meinung in dieser Auseinandersetzung können, zum Ausdruck bringen. Gut, das haben wir auch auf anderen Ebenen schon erlebt, dass das manchmal Theorie ist, aber da ist es jetzt wirklich ein Fall gewesen, wie er meines Wissens sich noch nie ereignet hat, vor allem nicht in einem Gemeindeparlament. Jetzt ist
in der Umgebung von dieser Abstimmung ist sowieso einiges passiert. Man hat viel gelesen darüber, über Demonstrationszüge mit schweren Schäden. Wir haben das Publikum auf der Strasse mal befragen lassen, wie man das sieht, die zunehmende Gewalttätigkeit als Kommentar zu einer eidgenössischen Abstimmung. Können wir das einmal anhören? Was hältst du von Ausschreitungen, die es zum Beispiel nach Ausschaffungsinitiativen gab? Also ich finde es sehr wichtig, dass demonstriert wird generell. Aber dass gewisse gewaltbereite Leute dabei sind, das ist sehr schade. Und ich finde es eben, dass man Sachen zerstören muss. Und dann wird in den Medien nur noch darüber diskutiert, wie gewaltbereit das Demonstranten sind, anstatt dass man darüber redet, für was es demonstriert wird. Das finde ich nicht gut. Warum? Ja, vor allem, weil so viel kaputt geht und es nützt ja nichts. Es bringt nichts. Ich finde, wir müssen miteinander reden. Es war eine demokratische Entscheidung und die muss die Minderheit akzeptieren. Sonst haben wir eben keine Demokratie mehr in der Schweiz. Es ist ganz einfach. Man macht das nicht und es sollte auch eher verfolgt werden, wie das verfolgt worden ist. Wenn jemand 200'000 Franken Schaden anrichtet, soll er auch an die Kasse kommen. Das finde ich schlecht, dass man eine demokratische Abstimmung nicht akzeptiert. Also ich finde das völlig daneben. Also ich meine, das ist nicht die Art und Weise, wie man irgendwie Unmut zum Ausdruck bringt. Also das ist nicht der Weg. Also ich bin jetzt gerade bei der Raiffeisenbank an der Limmat. Das sieht also furchtbar aus. Das ist vor allem die Bank. Also ich weiß nicht, was das soll. Also das ist völlig, also wirklich völlig daneben, also hinten raus. Ja, es war eine eindeutige Meinungsäußerung. Wie will man die hier unter uns kommentieren, Hans Fehr? Also ich glaube, gerade der letzte Herr, der befragt worden ist, aber es ist quer durchgegangen, es ist eine scharfe Verurteilung von derigen Ausschreitungen. Was gibt jemandem, einem Demokrat überhaupt das Recht, einen Volksentscheid, der klar zustande gekommen ist, der klare Resultate gebracht hat, gut nachher zu bekämpfen. Also ich habe den Eindruck, das muss in aller Form verurteilt werden. Und ich bin auch der Meinung, dass Behörden auf allen Stufen müssen dafür sorgen, dass derige Sachen unterbunden werden, dass man gegen das einschreitet. Offenbar besser, würde ich jetzt sagen, als ein gewisser Herr Leupi von der Grünen Partei, der Polizeivorstand in der Stadt Zürich das gemacht hat. Der hat sich offenbar ein Stück weit sogar sympathisiert mit diesen Krawallanten. Und da muss ich sagen, da hört der Spass auf, da ist durchzugreifen. Genau, wie der Spass aufhört, wenn eben solche Leute dann noch aufgeboten werden und von Tribünen, von Parlamenten anfangen zu stören oder vor Parlamentsgebäuden sich betätigen. Herr Burtscher, was meinen Sie zu dem, was wir da gehört haben? Also meine Meinung dazu ist wirklich die, ich verurteile aufs Schärfste, wenn wirklich die Gewalt so angewendet wird gegen Hab und Gut von jemand anderem. Es geht um einen Meinungsbildungsprozess, der abgeschlossen worden ist mit einer Abstimmung. Und da hat jetzt die Mehrheit vom Volk entschieden. Übrigens der Bezirk Dietikon, wo Dietikon eine Gemeinde ist von 11, wir haben das übrigens mit 57% sogar angenommen. Also wir liegen über dem Mittel von dem ganzen Teil drin. Mhm. Aber wir haben jetzt wirklich im Bezirk haben wir die Ausschreitungen Gott sei Dank nicht so müssen erleben, wie das in der Stadt Zürich abgelaufen ist. Mhm. Aber da ist es wirklich einfach darüber ausgeschlagen worden. Nur noch ein Augenschein aus Bern. Dort hat man ja ein Hotel schwer beschädigt, wo ein Abstimmungsstudio drin war. Die Polizei war dabei, sie hat nicht können oder nicht wollen eingreifen, aus einem ganz bestimmten Grund. Hinter diesen Krawallanten, die zerstört haben, war eine Galerie Kinderwagen mit Kind drin. Also da haben Eltern ihre Kinder zur Verfügung gestellt, um Chaoten und Vandalen zu decken, damit sie ihr Zerstörungswerk machen können.